Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Seele, Ball, kurz vor der 1000. Ausgabe. Und heute hatten wir eine wunderbare Lesung mit Jürgen B. Hausmann. Anerkanntermaßen Fan von Alemannia Aachen. Soweit alles richtig? Richtig, ja. Seit 1975, ja. Und jetzt im Halbfinale des Mittelrhein-Pokals. Immerhin. Richtig, das ist im Moment unser Fortuna größter Köln, ne? Ja, genau, in Fortuna Köln. Und im Abstieg kamen wir in der vierten Liga, in der Regionalliga West. Aber da Seite habe ich gesehen, so gut wie durch, da passiert nichts. Boah, die sind alle eng zusammen, ein Punkt. Wir haben zwar jetzt gewonnen, aber es sind noch drei Spiele. Also, das schwere Schicksal eines Alemannia Aachen-Fans, meines heute Abend, war, dass ich während der Vorstellung um Schalke gezittert habe. Es hat sich gelohnt. 2-1 gewonnen. Ah, das ist also 90. Minute. Tor ist auf zur Bundesliga. Ja, weil Bremen hat auch noch verloren. 2-3 zu Hause. Ist doch perfekt jetzt. Also, Alemannia Aachen ist einer deiner Lieblingsvereine, aber ich darf das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen. Wir sind ja beide schon ein paar Jahre älter. So Kaiserslautern, das war doch auch immer ein großer Fußballverein. Ne? Was hältst du von denen? Ich fand die auch immer super. Also ich habe die ja erlebt in den 70ern mit Hellström und Sandberg und so weiter. Fachmann. Später dann der einzige Verein, der aufgestiegen ist und direkt Meister geworden ist unter Otto Rehhagel. Also schon ganz große Nummer. Natürlich früher Fritz und Ottmar Walter. Genau, das sind auch so meine Erinnerungen. Vor 45.000 Zuschauern werden die morgen in der dritten Liga spielen. Aber die schlechte Nachricht, Braunschweig hat heute Abend 2-1 gegen Magdeburg gewonnen. Das wird schwer, direkt aufzusteigen. Sieht ein bisschen nach Relegation aus. Was hältst du von so einem Verein wie Bayern München? Also ich war sogar mal Bayern-Fan, als es die Achse Beckenbauer-Müller-Meyer noch gab. Aber als man dann damals den Müller vor allen Dingen sehr eiskalt abserviert hat, Paul Czernay, habe ich mich von den Bayern distanziert. Das ist klar und das habe ich auch nicht anders erwartet von Jürgen B. Hausmann. Sag mal, mit deinem Programm bist du nach wie vor und unverändert auf Tournee. Wann können dich deine Freunde auch mal wieder im Fernsehen sehen? In nächster Zeit wird es Wiederholungen geben von Wie jede das geht und von Ich glaube dich. Also in den nächsten 6 bis 8 Wochen, denke ich. Also Sie merken es, dieser Mann spricht perfektes Hochdeutsch. Das kommt aus Köln und aus Aachen und der Umgebung, ne? Ja, genau. Aus Alsdorf, das ist so eine Vorstadt von Aachen, genau. Aber bei euch in deinem Heimatort, da gibt es einen ganz großen Fußballer, der mittlerweile in London spielt. Kai Havertz, hattest du mal mit dem, Mariadorf, so heißt der Ort, hattest du mal mit dem Kontakt? Ja, natürlich. Also sein Vetter war bei mir in der Klasse. Wir waren Klassenkameraden. Er war auch mal Lehrer. Ja, genau. Und es gibt also drei berühmte Fußballer aus Mariadorf. Hans-Peter Lehnhoff. Oh ja. Bayer Leverkusen, FC Köln, auch Nationalspieler. Aus Alsdorf kommt kam Thorsten Frings. Und dann Assusi war auch aus Mariadorf. Also, und Jürgen B. Hausmann, hast du auch mal gespielt? Ich habe auch gespielt, aber sehr bescheiden in der Jugendmannschaft. Rechter Verteidiger. So, und ich melde mich dann morgen für euch aus München bei Sky bei dem Freundschaftsspiel gegen Mainz 05, aber Job ist Job. Ne? So, wir verabschieden uns jetzt und empfehle euch sein Live-Programm, aber ich empfehle euch auch gelegentlich, treten wir gemeinsam auf, dann sprechen wir ein bisschen übers Leben und auch über ein paar dunklere Seiten. Ne? Ja, das gab wie in jedem Leben, ein paar Schattenseiten, Vater früh verstorben, Bruder früh verstorben. Ehekrisen, gesundheitliche Krisen, was man so bewältigen muss. Aber er hat einen Top-Manager, den Top-Manager, der auch höchstpersönlich noch Bücher verkauft. Also Bücher gibt es auch von Jürgen B. Hausmann, kann ich nur empfehlen zu lesen. Lustig, nachdenklich, alles drin, darf man ruhig mal sagen, bei Herz, Seele, Ball. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis bald. Danke, gleichfalls. Wir sehen uns wieder morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten. Komm, wir trinken noch ein Pülliken. Das kleine Hellbier, das aus der Reihe tanzt. Jetzt bei der Telekom. Mit Magenta TV Netflix das perfekte Angebot für unbegrenztes Film- und Serienvergnügen sichern. Freut euch auf Highlights wie Stranger Things, The Crown und Inventing Anna. Und alle Vorteile von Magenta TV. Jetzt einsteigen und bei Magenta TV Netflix über 215 € sparen. Nur bis zum 31. Mai bei der Telekom.